Und damit einmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal von IT Academy. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video, in dem wir einmal gemeinsam Tic-Tac-Toe programmieren und implementieren werden. Wir starten dafür die Anwendung einmal mit einer Namensgebung für unsere Spieler. Wir nennen die einmal Anne und Peter. Dann können wir einen Schritt weitergehen und dann hier einmal spielen. Das funktioniert, wie man Tic-Tac-Toe ganz normal kennt. Und danach wird der Gewinner gekürt und wir können entweder dann unser Fenster hier schließen oder ein neues Spiel beginnen. Und wir wollen dann auch einmal loslegen. Wenn du diesen Kanal bisher noch nicht abonniert hast, dann mach das einmal gerne jetzt für weitere Programmiervideos und Videos zu allgemeinen Themen der Informatik. Und wir legen jetzt hier einmal los. Zuallererst müssen wir uns natürlich einmal unser erstes Fenster erstellen und das machen wir folgendermaßen. Wir erstellen ein GridPane, das nennen wir einmal Pane und sagen New GridPane. Und das möchten wir jetzt erstmal in der Mitte positionieren. Das machen wir dann mit Pane.setAlignment. Wir sagen dafür einmal genau Baseline Center. Und in unseren Elementen oder zwischen unseren Elementen möchten wir dann immer ein gewisses Padding gesetzt haben und dafür sagen wir New Inset und zwar ein Padding von 20. Und was wir jetzt einmal brauchen und gesehen haben, ist einmal zwei verschiedene Labels. Wir sagen einmal unser Player 1 ist gleich New Label. Hier sagen wir Player 1. Das Ganze können wir uns auch einmal kopieren. Da ist nämlich dann der Player 2. Und was wir auch noch brauchen, sind natürlich zwei Textfelder. Textfield, dann sagen wir einmal Player 1. Text. Hier sagen wir New Textfield. Und das Ganze können wir uns jetzt auch einmal kopieren. Und zwar für unseren zweiten Spieler. Zusätzlich brauchen wir nochmal ein Label-Element. Falls nämlich die Textfelder leer sind, werden wir auch gleich sehen, warum. Das nennen wir Need Name und hier sagen wir einfach New Label und fügen dort noch keine weiteren Werte hinzu. Zusätzlich brauchen wir natürlich noch einen Button für den Start unserer Anwendung und hier sagen wir einfach New Button und zwar Go. So. Und wir müssen natürlich jetzt noch unsere Elemente hinzufügen und dafür sagen wir pane.add und zwar als erstes den Player 1, den setzen wir an die Stelle 00. Daneben können wir einmal das Textfeld setzen, Player 1 Text, sagen wir 1,0 und so gehen wir auch einfach mal unsere weiteren Elemente durch. Dann haben wir noch unseren Player 2, das Label. Den stellen wir an die Stelle 01. Und daneben einmal unser Textfeld dafür. Player 2 Text. Und zwar an die Stelle 11. Des Weiteren haben wir natürlich noch unser Label, das wir genannt haben, NeedName. Das kommt an die Stelle 02. Und einmal Pane.add den Button, wenn wir spielen möchten. Und den stellen wir einmal in die dritte Zeile. Zusätzlich möchten wir jetzt einmal noch ausreichend Abstände zwischen unseren Elementen haben. Deswegen sagen wir GridPane.setMargin. Und wir setzen jetzt einfach für jeden
für jedes Element einmal eine Margin. Und zwar auch von 10 Insets. Und das können wir uns jetzt hier einfach mal kopieren. Und dann haben wir hier mal natürlich noch den Player One Text. Hier haben wir einmal noch Player 2. Dann haben wir einmal Player 2 Text. Und noch den Button und Name und den Button. Voilà. Den wollten wir nur kopieren. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir einmal uns eine Szene erstellen. Sagen wir Scene ist gleich New Scene. Und dort übergeben wir einmal unsere Grid Pane. Jetzt haben wir einmal noch hier oben unsere Stage. Die können wir auch einmal umnennen auf Stage. Und hier sagen wir einmal Stage.setScene. Und zwar unsere Szene. Danach sagen wir noch einmal Stage.show und Stage.setTitle. Und wir nennen das einfach mal Tic-Tac-Toe. So, das müssen wir ausführen. Haben wir einmal hier unser Fenster. Das können wir auch mal wieder schließen. Und das hätte natürlich jetzt nicht funktionieren dürfen, weil wir noch keine Main-Methode hier drin haben. Das war jetzt noch von meiner vorherigen Anwendung, das Fenster, was sich jetzt geöffnet hat. Und wir sagen jetzt hier einfach mal Launch, und zwar unser Args. Und jetzt können wir hier einmal sagen Run as Java Application. Jetzt sehen wir, haben wir hier unser kleines Fenster, wo noch nichts passiert, wenn wir auch mal hier drauf drücken. Gut. Jetzt möchten wir einmal nochmal die Größe von unserer Stage einmal verändern. Und dafür sagen wir einmal Stage.setHeight, und zwar auf 330. Und wir sagen Stage.setWidth auf 320. Kannst du natürlich zu Belieben ändern, wenn du möchtest. Danach sagen wir noch Stage.center und Screen, damit wir auch unsere Stage in der Mitte positionieren, wenn es sich öffnet. Okay. Des Weiteren möchten wir natürlich jetzt noch für unseren Button einen Event Listener implementieren, ein Set on Action. Und das machen wir, indem wir jetzt hier einfach mal sagen, Let's Play Button.set on Action, und zwar einen neuen Event Händler. Mit dem Action-Event, dann öffnet sich hier die Handle-Methode. Und wir möchten jetzt, wenn wir halt auf unseren Button drücken und die Eingaben richtig sind, dass sich halt ein neues Fenster öffnet. Und da würde sich dann Stage-Game einmal öffnen. Und wir überprüfen jetzt erstmal, okay, if player1.text ist Text get text ist empty oder player2text.getText ist empty, dann sagen wir einmal hier unser need name.setText You need a name. Zusätzlich sagen wir noch needName.setTextFill. Wir möchten das einmal rot haben, damit es direkt ins Auge springt. Und zusätzlich sagen wir jetzt hier einmal
Return. Falls das nicht der Fall ist, sagen wir einfach New Stage Game. Und dort übergeben wir einmal unsere Stage. Hier können wir einmal schon mal drüber hoffen. Und einmal hier den Konstruktor in dieser Stage Game Klasse so erstellen. Den werden wir gleich implementieren. Des Weiteren brauchen wir auch noch zwei Key Event Händler. Und zwar, wenn wir jetzt einmal hier unsere Applikation starten, jetzt hier draufklicken, dann sehen wir You Need Name. Das können wir auch gleich nochmal ein bisschen anpassen. Und was dann nämlich gemacht werden soll, ist, wenn wir jetzt hier reingehen und anfangen zu schreiben, soll halt unser rotes wieder entfernt werden. Und das können wir folgendermaßen machen. Wir sagen einmal Player 1 Text. Punkt, set on key pressed. Auch hier sagen wir einen new event händler. Wir möchten hier aber ein key event haben. Implementieren wir einmal die Methoden. Und wir sagen jetzt einfach need name.set text einfach wieder leer. Wird auch wieder leer gesetzt, dann können wir uns das hier einmal kopieren. Und zwar hier auf unser Player 2. Und wenn wir jetzt einmal hier das Ganze ausführen und wir schreiben jetzt wieder was, dann wird das Ganze wieder entfernt. Okay. Jetzt können wir einmal weitergehen in die Klasse Stage Game. Die Kleinigkeiten machen wir einfach am Ende. Und hier werden wir jetzt einmal unsere eigentliche Applikation implementieren. Dafür setzen wir uns jetzt erstmal ein paar Attribute. Wir brauchen einmal einen Boolean-Wert. Round. Dann brauchen wir ein Array aus Buttons. Button. Dann brauchen wir einen Counter. Wir brauchen noch eine Stage. Und wir brauchen noch eine Szene. So. Was wir zuallererst machen, wir sagen, okay, Counter ist gleich 0, unser Round ist gleich False, initialisieren wir einfach von Anfang an. Und was wir jetzt machen möchten, ist, dass wir unsere Buttons erstmal erstellen und initialisieren. Und das machen wir einfach mit einer Vorschleife, wir sagen forInt i ist gleich 0, i kleiner 9 und i++. Des Weiteren initialisieren wir einfach hier unser Array mit Buttons ist gleich new Button. So. Und was wir jetzt hier machen ist, dass wir einfach sagen Button. Button ist gleich new Button. Und wir sagen Buttons an der Stelle i ist gleich Button. Den fügen wir einfach unserem Array hinzu. Des Weiteren sagen wir Button.setPrefWith auf 90. Wir sagen Button.setMaxWith auf 90. Und dann setzen wir auch noch die jeweiligen Werte für PrefHeight, setMaxHeight auf 90. So. Des Weiteren brauchen wir natürlich hier noch ein Layout, um unser
Buttons dort hinzuzufügen. Und wir verwenden dafür einmal einen GridPane. Pane ist gleich New GridPane. Sehr schön. Zusätzlich brauchen wir natürlich noch hier unsere Szene. Wir sagen Scene ist gleich New Scene. Und dort fügen wir einmal unser Pane hinzu und sagen einfach mal 300. 300. Dann sagen wir Stage.setScene. Und dort wollen wir natürlich unsere Szene hinzufügen. Gehen einmal weiter, sagen Stage.show. Und sagen, okay, unsere Stage, die wir hier schon gesetzt haben, soll die Stage sein, die wir einmal übergeben. Sehr schön. Das können wir jetzt schon abspeichern. Und was wir jetzt hier machen werden, ist, dass wir unsere Vorschleife hier einmal ausschneiden und in eine eigene Methode packen. Wir sagen dafür einmal private void create new buttons. Dort übergeben wir einmal ein Array des Buttons. Fügen wir einmal hier unseren Code hinzu und das können wir einfach hier mal aufrufen. Wir sagen hier Create New Buttons und übergeben dann unsere Buttons. Sehr schön. Was jetzt natürlich noch fehlt ist, dass wir nachher unsere Button-Elemente mit einem Event-Händler ausstatten, wo dann die Click-Events hinzugefügt werden. Aber bevor wir das jetzt einmal machen ist, fügen wir nochmal unsere Elemente hinzu. Wir sagen for int i gleich 0, i kleiner als 3 und i plus plus. Dann brauchen wir eine weitere Vorschleife. Wir sagen for int k ist gleich 0, k kleiner 3 und wir sagen k plus plus. Und jetzt können wir einfach sagen, pane, Punkt, add mir doch bitte einmal Buttons. Und zwar brauchen wir jetzt hier einmal einen Counter oder einfach ein Element C, damit wir wissen, welches Element wir hier aus unserem Array dann ansprechen sollen. Deswegen sagen wir hier, int C ist gleich 0. Und das setzen wir einmal an die Position i und k in unserer GridPane. Und hier erhöhen wir unseren Counter einfach mal. Und wir überprüfen, okay, bist du schon größer als 8, also haben wir schon mehr Elemente erreicht. Und wenn das der Fall ist, dann brechen wir einfach hier mal ab und gehen da mal raus. Und wir können uns jetzt einfach mal angucken, wie das Ganze aussieht. Wir sagen A, B. Und wir sehen, okay, wir haben jetzt hier schon mal ein schönes Feld aus Buttons. Da können wir jetzt einmal nochmal das Padding anpassen. Dafür sagen wir einmal Pane, Punkt, Set Padding, New Insets. Und zwar sagen wir auch hier einmal auf 20. Und wir sehen, das Ganze sieht ja schon mal ganz gut aus. Probieren wir es mal mit 15 aus. Und das kann man ja so ruhig einmal lassen. Was wir jetzt noch einmal machen wollen ist, dass wir unsere eigentliche Logik implementieren. Aber das werden wir in dem nächsten Video machen. Wir stoppen jetzt einmal hier. Und wenn dir das Video bis hierhin einmal gefallen hat, dann kannst du mir schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, diesen Kanal auch einmal abonnieren für weitere Videos und falls dich natürlich auch
interessiert, wie es hier mit dem Tic-Tac-Toe-Game weitergeht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.